Ich heiße Dan, ich bin einer der Gründer von der Tasty Pasty Company. Wir haben einen Laden hier auf der Dürrenstraße. Wir sind hier seit Februar 2014. Und unser Hauptprodukt ist so eine Cornish Pasty. Das ist eine gefüllte Teigtasche aus Cornwall im Südwesten England. Das ist ein sehr traditionelles Essen aus Großbritannien. War früher von den Bergarbeitern immer gegessen, als die lange, harte Tage gearbeitet haben, konnten die sowas herzhaft und gesund und warm immer noch essen während des Tages. In dem Laden haben wir nicht nur die Pasty, wir haben auch verschiedene andere Produkte aus Großbritannien. Wir arbeiten mit vielen kleinen Produzenten, die viele preisgekrönte Sachen. Und unser Kaffee wird auch dort in England geröstet. Also alles aus Großbritannien. Ich wohne hier seit 2006, meine Geschäftspartner seit 1995, sage ich mal. Und wir kennen uns schon gut aus in Köln und in Deutschland ein bisschen jetzt. Und wir haben schon bemerkt, dass jetzt die richtige Zeit ist, etwas Neues auf den Markt zu bringen. Die Kölner sind zum Beispiel sehr offen. Es gibt viele Studenten, viele junge Leute, die viel reisen. Die kennen diese Sachen aus London. Die wissen, wie das ist mit Streetfood in London, Paris, New York. Und da wir aus England kommen, wir kennen das seit Jahren. Und das ist immer noch nicht hier wirklich so angefangen. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns das jetzt versuchen. Ne? Und dass die Produkte gut sind, ist dass die lecker sind, dass die eigentlich so ein Mittagsessen sind, das nirgendwo existiert hier in Deutschland, ist das schon ein Versuch wert. Danke.